Horoskop, diese Sternzeichen beflügelt der Vollmond am 21. September. Mit dem Vollmond am 21. September beginnt die zweite Hälfte des Jungfrauen-Mondkreislaufs. Welche Sternzeichen laut Horoskop positive Energien daraus beziehen werden, liest du hier. In der Nacht auf Dienstag, 21. September ist Vollmond. Die Mondphase markiert das Ende der ersten Hälfte des Jungfrauen-Mondkreislaufs, der mit dem Neumond am 7. September begonnen hat, beziehungsweise den Anfang der zweiten. Wie bei jedem Vollmond befinden sich Mond und Sonne nun von der Erde aus gesehen in Opposition, das heißt, sie stehen einander gegenüber. Wir blicken auf die Seite unseres Trabanten, die von der Sonne beschienen wird, deshalb erscheint er uns kreisrund und voll. Die nächste Vollmondphase steht im Waagemondzyklus in rund 29,5 Tagen an. Ihren Höhepunkt erreicht die Vollmondphase in der Nacht von Montag auf Dienstag um kurz vor 2 mitteleuropäischer Zeit, 1.54 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Erdtrabant im Tierkreiszeichen Fische, ehe er wenige Stunden später, um 5.13 Uhr, ins Sternzeichen wieder wandert. Bietet sich der Jungfrauen-Neumond-Zyklus insgesamt dazu an, das Leben strategisch in ausgewählten Bereichen neu auszurichten, so kann der Fische-Vollmond nun Inspiration und Ideen dazu liefern sowie die nötige Fantasie, um an außergewöhnliche Wagnisse zu glauben. Der Mond ist derzeit in aufsteigender Bewegung, das heißt, er zeigt sich täglich höher an unserem Himmel. In Deutschland wird der September-Vollmond traditionell Herbstmond genannt, da er in den Zeitraum des kalendarischen Herbstbeginns fällt. Die Algonkin, Ureinwohner Kanadas, nannten den Vollmond im September Corn Moon, also Maismond, da zu dieser Zeit meist die Maisernte eingeholt wurde. Folgende Sternzeichen profitieren laut Horoskop in diesem Jahr besonders von dem Herbstmond und können sich auf die zweite Hälfte des Jungfrauenmondkreislaufs freuen. Horoskop, diese Sternzeichen beflügelt der Herbstmond am 21. September. Fische ermuntert den Vollmond in ihrem Zeichen dazu, sich extra viel Raum und Zeit für sich zu nehmen. Jetzt ist ein günstiger Moment, um dich Projekten zu widmen, die einzig und allein dem Zweck dienen, dir Freude zu bereiten und Gutes zu tun. Schreiben, malen, dekorieren, Körperpflege, worauf du auch Lust hast, es ist wichtig und sinnvoll, deinen Bedürfnissen nun nachzugehen. Und schon während du es tust, wirst du erkennen, warum. Jungfrau, bei Jungfrauen wirkt sich der Vollmond insbesondere auf ihr Beziehungsleben positiv aus. Du brauchst nun keine Angst zu haben, deinen Nächsten deine Gefühle zu zeigen und offen zu kommunizieren. Du hast Menschen um dich, die dich lieben, wie du bist, und die dir alles verzeihen würden und nichts von dir erwarten. Das wirst du nun spüren, gerade, wenn du dich traust, ihnen deine schwächeren Seiten zuzuwenden, die du ansonsten gerne verbirgst. Diese Erfahrung, geliebt zu werden, ohne dafür Bestleistung bringen zu müssen, kann dich nachhaltig stärken und dir für deinen weiteren Weg viel Mut und Kraft schenken. Skorpion. Skorpione bekommen besonders die kreativitätsfördernden Einflüsse des Vollmondes zu spüren, zudem färbt die aufsteigende Kraft des Mondes auf dich ab. Entgegen dem allgemeinen Herbsttrend des Herunterfahrens und zur Ruhe kommens fühlst du dich jetzt lebenslustig und voller Energie. Alle Bereiche, in denen du dich frei und schöpferisch einbringen kannst, erfüllen dich nun mit Freude und Motivation, und es gibt keinen Grund, dich selbst in dieser Hinsicht zu bremsen. Stupide Duders und Pflichten kannst du dagegen gerne auf später verschieben. Du hast jetzt einfach zu gute Ideen, um deine Energie in alltägliche Administrations- und Verwaltungsaufgaben zu investieren.